Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dich dafür interessierst, wie unsere ersten 4 Wochen mit der Stute Riado verlaufen sind und dass du uns über die Schulter gucken magst. Ja, ich werde dir in diesem Film zeigen, was wir mit der Riado gemacht haben, welche Probleme es so gibt, ja, und was wir alles so erlebt haben. Ich werde das auch kommentieren und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Nachdem Riado bei Maren eingezogen ist, war sie ein paar Tage in einem Eingliederungspaddock, aber wie du siehst, war sie dort nicht so glücklich und wollte gern zu den anderen. Und dann haben wir sie in die Herde gelassen und das war, wie ihr seht, sehr unspektakulär. Die meisten Pferde lagen gerade nach Mittagssiesta gehalten und Riado hat sich in Ruhe umgeschaut. Die anderen Pferde haben überlegt, lohnt es sich jetzt aufzustehen oder Naja, auf jeden Fall war das alles wirklich richtig schön entspannt. Und sie wurde von allen nett begrüßt und Riado zeigte sich da wirklich auch sehr sozial und nett und legte sich dann auch gleich hin und wälzte sich genüsslich. Also das lief mega, mega gut. Und einmal noch ein bisschen zu der Vorgeschichte. Also Riado ist ja im Moment 9 Jahre alt und die Vorbesitzerin von Riado hatte Riado von einem Händler aus Ungarn gekauft und in ihrer Anzeige, wo sie Riado angeboten hat, weil die Vorbesitzerin war schwanger, hat ein Kind bekommen, hat noch mehrere andere Pferde und hatte einfach nicht die Zeit, dieser Stute so gerecht zu werden und hat deswegen einen neuen Besitzer gesucht. Und in ihrer Anzeige stand eben schon, dass Riado schwer händelbar ist. Sie hat uns so ein paar Sachen erzählt, von wegen, dass die Hufe schwer zu bearbeiten sind, dass sie bei der letzten Hufpflege sediert werden musste, dass sie sich nicht am kurzen Strick führen lässt, dass man sie also mit so einem langen Bodenarbeitsseil besser führen sollte. Sie war mit ihr auch nicht wirklich so wohl vom Hof runter, soweit wir das verstanden haben. Und anfangs war es wohl auch so, dass sie gar nicht aufs Paddock konnten, ohne dass Riado gleich den Menschen attackiert hat. Also sie zeigte sich anfangs wohl sehr aggressiv. Das hat die Vorbesitzerin aber schon super hinbekommen. Also als wir Riado besucht haben und sie kennengelernt haben, war sie super freundlich zu uns, ganz neugierig, ganz offen. Also man merkte schon, dass da schon ganz viel Tolles passiert ist. Sie hat sie ja auch wirklich super aufgepäppelt. Und ja, das ist so der Stand eben, wie Marin Riado übernommen hat. Und im Großen und Ganzen zeigt sie uns sich gegenüber wirklich sehr offen und sehr freundlich, aber man merkt einfach so an ein paar Sachen, dass sie da einfach sehr misstrauisch ist und dass bei ihr ganz stark dieses Muster greift, Druck macht Gegendruck, das werden wir auch gleich noch sehen, und dass sie eben dann auch ziemlich unfreundlich zu einem sein kann, wenn sie meint, dass jetzt etwas mit ihr passiert, was sie nicht möchte. Da seht ihr schon auf dem Foto, wie sie da guckt und wie sie da zu mir droht. Das sehen wir auch gleich noch mal im Film. Also jetzt nichts ist wirklich Schlimmes passiert, nichts wirkliches Gefährliches. Aber wo man einfach sieht, dass sie da einfach noch ganz schlechte Gefühle und viele schlechte Erwartungen eben auch an den Menschen hat. Und das hoffe ich eben ganz doll, dass Maren und mir das gelingt, dass sich das komplett auflöst und sie bald nur noch Gutes mit den Menschen verbindet. Zeige euch hier jetzt mal so ein paar Sequenzen, also das so dieses, ne, dass man dann einfach mal ein bisschen schnappt und man sieht Marens Blick, was machst du denn hier? Und das hier war eine Szene, da wollte ich eigentlich nur an ihre linke Körperseite und sie mit der Vorhand bitten, ein bisschen mehr Raum zu geben. Und das fand Riado doch schon sehr ungehörig und sehr übergriffig. Und dann sieht man gut, wie sie dann reagiert. Also eine beliebte Taktik ist einfach, den Menschen drüber zu gehen, aus der Situation flüchten zu wollen. Also dann muss man auch wirklich aufpassen, dass sie einen nicht über den Haufen rennt, dass sie einen nicht wegdrängelt und dass sie dann eben auch tendenziell sich eher aggressiv zeigt. Ich habe hier ein bisschen Originalton. Ich habe den Ton halt ganz oft weggemacht, weil doch die Hintergrundgeräusche immer sehr laut sind und ihr dann schlecht versteht, was ich hier erzähle. Aber
In manchen Sequenzen habe ich eben den Ton auch drin gelassen, damit ihr auch hört, wann wir zum Beispiel klicken, wann wir mit der Stimme loben, so wie wir jetzt hier. Das Thema ist immer noch, dass ich eigentlich nur möchte, komm Riado, mach mal ein bisschen Raum. Und da war sie wirklich in so einer Konfliktstimmung, wo sie dann immer das doch sehr mit mir ein bisschen sich gerieben hat mit mir, dass sie eigentlich sagen wollte, nö, ich möchte dir keinen Raum geben, aber ich möchte gern dir den Raum nehmen, dass dieses Spiel, ne, wer nimmt wen den Raum ein, dass sie da sehr probiert hat, ob sie mich positionieren kann, ob sie mir Raum wegnehmen kann. Also dieses Thema haben wir hier gerade am Wickel. Auch hier sieht man, wenn ich sie so bitte, ein bisschen bitte, doch den Kopf etwas von mir wegzunehmen, dass sie dann ein bisschen mit dem Kopf schüttelt. Wenn ich sie bitte, ein bisschen zurückzugehen, dass sie erst schnappen möchte. Und sobald, ne, sie kommt dann auch sofort immer wieder dichter. Also das war so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Und ich will auch gar nicht viel von ihr. Ich möchte nicht, dass sie irgendwie 5 Schritte rückwärts geht. Es geht mir wirklich nur um kleine Bewegung, dass sie eben meiner Bitte nachkommt, mir ein bisschen Raum zu geben. Die Hand halte ich ihr immer mal wieder hin, um so zu gucken, wie ist die Stimmung, ihr ein freundliches Angebot zu machen. Komm, sind wir wieder Freunde, sind wir wieder gut miteinander? Also da konnte man einfach gut sehen, wie sie dann zwar schon es immer wieder auch gemacht hat und mir Raum gegeben hat, aber eigentlich damit nicht einverstanden war und eigentlich dachte, aber ich möchte auch gerne wieder Raum für mich einnehmen. Und so haben wir da ein bisschen vor uns hingespielt. Hier kann man jetzt gut sehen, das war beim Abholen. Da sieht man dieses Muster, was sie sehr gerne macht, dass sie sich nach hinten entzieht, dass sie dann gar nicht irgendwie flott oder irgendwie groß gestresst, aber den Rückwärtsgang einhaut und den dann auch erstmal durchzieht. Und Maren macht das sehr schön, dass sie eben halt nicht irgendwie groß versucht gegenzuhalten. Sie versucht immer so ein bisschen mal zu fragen, ach, aber sobald halt da Druck kommt, sagt Riado, ich gehe dann noch ein bisschen weiter nach hinten. Und möchte auch nicht wirklich sich einladen lassen, wieder nach vorne zu gehen. Hier sehen wir Thema Hufe. Auch hier Maren möchte an die Seite Huf nehmen und dann sieht man auch gleich, was für Stress Riado damit hat, dass sie gleich wieder stark die Ohren anlegt und erstmal wieder giftet und droht. Und Longieren sah halt noch gar nicht schön aus, die ersten Longierversuche. Also da sieht man halt eben auch deutlich, dass sie lieber weg möchte und sich dann entscheidet, ne, und ihr eben auch komplett die Balance fehlt und sie konnte nicht Schritt gehen, sie hat eigenständig die Richtung gewechselt. Wenn wir sie aber wechseln wollte, wollte sie sich nicht wechseln lassen. Also Longieren war am Anfang auch noch nicht so prickelnd. Dann haben wir festgestellt, dass gerade Abhalf dann alles über die Ohren nehmen bei Riado Stress gemacht hat. Das heißt, wenn man ihr jetzt das Half da einfach oben über die Ohren nehmen wollte, fing sie sofort an mit Kopfschütteln, Kopf hochreißen und wollte einen da nicht dran lassen. Und in der Halle hat sie unglaublich viel Stress gehabt und viel Stress gezeigt. Und sie ist dann auch so, dass sie sich nicht nach einer kurzen Zeit beruhigt, sondern dass sie eher dazu neigt, sich dann in den Stress hineinzusteigern und überhaupt nicht mehr ansprechbar sein zu wollen und sich da sehr schwer tut. Und in solchen Momenten muss man halt auch aufpassen, dass sie einen dann nicht über den Haufen rennt.
genauso wie bei Engstellen passieren. Das hatten wir vorher schon herausgefunden. Alles, was eng ist, da will sie einfach nur durchlaufen, also über Tempo schnell durch. Und auch da ist es dann nicht so entscheidend, ob der Mensch gerade dazwischen ist oder davor ist. Dann wird halt der Mensch eher überrannt und Hauptsache, man kommt schnell und durch diese Engstelle durch. Das sind alles so typische Situationen, die wir jetzt mit ihr hatten. Also nichts wirklich Dramatisches. Es gab auch eine Situation, wo sie sich mal auf die Hinterbeine gestellt hat. Da hatte Maren allein mit ihr gearbeitet. Ich war nicht dabei, ich habe die Situation nicht gesehen. Aber die Ansätze dazu hat man einfach schon öfter gemerkt. Sie ist einfach jemand, die dann gerne entweder hoch, durch, rückwärts, aber irgendwie versucht, durch die Situation zu gehen. Also man muss einfach mit ihr sehr aufpassen, dass sie nicht als etwas, als zu viel Druck empfindet. Und da ich ja mit ihr und mit Maren gerne den Weg der positiven Verstärkung gehen möchten, haben wir dann erstmal eine Einführung ins Klickertraining gemacht. Dazu gehört halt als erstes, sie auf den Marker zu konditionieren und Höflichkeitstraining mit ihr zu machen, damit sie eben auch das Futter vorsichtig nimmt und nicht bettelt. Und wir haben mit ersten Targets angefangen, hier einmal mit der Fliegenklatsche. Aber auch mit dem Handtarget haben wir mit ihr gearbeitet. Kindtarget haben wir ihr schon gezeigt. Also so die ersten Target einarbeiten. Ich zeige euch das ein bisschen. Das war jetzt erst die Konditionierung. Das heißt, wenn sie nicht gebettelt hat und brav war, gab es Klick und Futter. Da haben wir dann das Target erklärt. Wenn sie das Target berührt, kommt Klick und Belohnung. Genau. Genau. Sehr gut. Super. So haben wir dann schon ein leichtes Führtraining gemacht. Jetzt hier seht ihr ein bisschen Kinn-Target. Beim Kinn-Target lege ich meine Hand unter das Kinn und klicke dann, wenn sie ihr Kinn ruhig in meiner Hand hält. Das ist ein ganz tolles Target, um Pferde später auch aus Stresssituationen herauszuholen. Es ist ein wichtiges Target später für Medical Training, also wenn wir Tierarztvorbereitung machen wollen, und hat einen wunderbar beruhigenden Effekt auf die Pferde. Deswegen habe ich das gleich am Anfang angefangen mit einzubauen. Cool. Schön. Klasse, macht sie das. Tolle. Gut gemacht. Super. Der Knutscher musste sein. Ne, man nimmt also die Hand ans Kinn und wartet, bis sie wirklich das Maul ganz ruhig hält. Muss man natürlich gerade, wenn man Futter gegeben hat, immer ein bisschen warten. Und dann kommt der Klick, wenn sie das Maul ganz ruhig hält, kommt die Belohnung. Dann haben wir geübt, halt auf- und abhalftern, Hufe geben, Engstellen ruhig zu passieren und eine ganz wichtige Übung, wie ich finde, das Kopf tief auf Kommando. Hier in dem ersten Schritt habe ich einfach nur, bin mit der Hand langsam Richtung Halfter, wollte noch gar nicht abnehmen und nur, wenn ich halt sie dort anfassen durfte an der Schnalle und sie ruhig gehalten hat, war der erste Klick. Sehr gut. Ja, Maren macht jetzt schon so das Anschein, als wenn sie jetzt die Schnalle öffnen möchte und auch da, wenn Riado noch ruhig hält, kommt der Klick. Gut. Nase weg. Genau, gut gemacht. Ja, immer ganz wichtig, dass man immer wieder auf die Höflichkeit achtet, ne, dass sie nicht zur Futtertasche geht, dass immer das Futter im Bereich des Körperbereich des Pferdes gegeben wird, nicht im eigenen Körperbereich, weil sonst hat man nachher ganz schnell wieder ein etwas übergriffigeres Pferd, was anfängt zu betteln oder uns das Futter klauen möchte. Also immer gut auf die Einhaltung der Futterregeln achten. Jackpot. Toll, 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 toll. Gleich noch eine Hand hinterher und noch was, toll, super, klasse, fein, mega. Genau, im Grunde.
große Freude, wenn sie sich jetzt das Pfeifler so hat gut abziehen lassen. Und das ist mittlerweile auch schon immer selbstverständlicher geworden. Genauso möchte ich eben auch lernen, dass sie selbstständig in das Halfter reingeht, also das ins Halfter hineinklicken, dass ich das Halfter hinhalte und später sie wirklich dann ins Halfter reinschlüpfen soll. Also ich halte das Halfter hin und klicke, wenn sie zum Halfter geht. Genau, super. Und bei Maren ist sie dann schon richtig ins Halfter reingeschlüpft. Dann haben wir Hufe geben geklickert, ne, dass sie anfing, die Hufe sich halt heben zu lassen. Gut, das. Ohne zu treten. Und Maren macht die Hufe ihrer Pferde alle selber und konnte das gar nicht sehen, dass die halt so fransig waren und dringend nach Bearbeitung gerufen haben und hat dann immer fleißig geübt und auch eben, während sie dann Riado gefüttert hat, immer schon ein bisschen geraspelt. Auch hinten hat das dann schon immer besser geklappt. Hinten war ja noch deutlich schwieriger als vorne. Ja, und das war schon richtig cool. Da konnte sich Maren schon auf ihren Hocker setzen, konnte die Hufe in aller Ruhe super gut bearbeiten und dabei bequem auf dem Hocker sitzen. Hier sehen wir jetzt, wie Maren nochmal übt, dass sie ruhig aus der Halle geht. Gerade die Halle ist ja für sie immer noch sehr stressig. Da möchte sie sehr gerne raus. Wenn wir sie durch Engstellen passieren, dann machen wir immer, dass sie erst sich rechts und links alle Pfosten, alle Türkanten einmal angucken soll, berühren soll und dass wir sie dann ganz in Ruhe da durchführen. Da nutzen wir halt immer wieder das Handtarget und ja, ihr hört ja auch, wie viel Lärm da ist und LKWs und Tuten. Das ist natürlich alles sehr, sehr aufregend für die Maus. Da führe ich sie dann auch mit dem Handtarget Schritt für Schritt durch das Tor, wo sie immer so schnell durchflutschen wollte. Und dass ich sie über das Handtarget einlade, einen Schritt zu gehen und sie dann aber auch im Tor stehen lasse und dort ganz viel bestärke, dass sie sich da wohlfühlt. Ah, gut. So, hier sind wir jetzt bei der Übung Kopf tief. Das ist jetzt schon die zweite Einheit, wo ich das mit ihr übe. Die erste, da hat leider die Technik nicht mitgespielt, da hatte ich eine Einstellung falsch gemacht, aber sie hatte das so schnell verstanden. Ich habe das frei geformt, dass sie den Kopf senkt. Und ja, hier wiederhole ich das mit ihr und hier fange ich auch an, das Signal zu etablieren. Einmal, dass ich die Hand auf den Mähnenkamm lege und wenn ich die Hand auf den Mähnenkamm lege, soll sie dann den Kopf senken und eben auch aufs Stimmkommando. Und sie hat das jetzt hier eben schon von sich aus immer angeboten, dass sie den Kopf senkt und das habe ich geklickt. Und als nächstes kommt dann das Signal dazu, dass ich Kopf tief sage und die Hand auf den Mähnenkamm lege und dann klicke, wenn sie den Kopf senkt. Und dass ich dann nur kopftief sage und sie dann auch nur aufs Stimmsignal den Kopf senkt. Gut gemacht. Gut. Kopftief. Gut. Kopftief. Gut gemacht. Kopftief. Gut. Das senkt. Ja, dann haben wir natürlich auch schon ein bisschen mit der Arbeit nach dem Longenkurs angefangen. Da war es halt am Anfang so, dass sie sehr viel Stress hatte, wenn wir dicht daran gegangen sind. Also wenn wir aus der Entfernung sie angetrabt haben, war sie eben gleich in einer sehr schlechten Laufhaltung mit Kopf weit nach oben, Außenstellung, schlechte Balance. Und das mussten wir uns halt erstmal erarbeiten, dass wir überhaupt dichter an sie rangehen durften. Aber konnten dann auch in kurzer Zeit dann direkt mal mit der Hand an Kappzaum gehen, führenden Stellung machen, das Antraben üben, von da aus auf Distanz gehen und auch schon erste Schritte übertreten lassen. So,
So, wir haben am Anfang wirklich nur Bleib im Schritt und wir dürfen auf Kopfhöhe gehen, schon bestärkt, weil das am Anfang schon ganz viel, ne, Ohren anlegen, drohen, das seht ihr jetzt hier jetzt auch. Das fand sie dann auch schon immer sehr nah und sehr übergriffig. Und auch wenn die Hand am Hals ging, fing sie an, oft gegen einzudrängeln. Aber das haben wir ihr dann in Ruhe erklärt. Hier trabt Maren sie schon an und da trabt sie dann auch schon ruhiger an. Und da haben wir dann auch sehr kleinschrittig sie bestärkt. Hat immer nur ganz kurze Reprisen gemacht. Und wenn sie dann den Kopf gesenkt hat, sie gelobt. Hier sind wir das erste Mal, ist Maren direkt an Kappzaum und hat einfach nur sie gelobt dafür, dass sie mal kurz mit der Hand an den Kappzaum führen kann. Ihr seht, sie ist immer noch vom Blick her sehr schlecht. Also sie hat immer noch sehr angelegte Öhrchen. Also das ist für sie alles noch recht nah und recht stressbesetzt. Hier übe ich jetzt nur das ruhige Antraben und bestärke das, dass sie nicht gleich losrast. Verlängere das dann Stück für Stück und da kamen dann auch schon immer hübschere Reprisen, dass die Balance besser wurde. Und da lief sie dann auch schon in einer viel, viel besseren Haltung. Da machen wir dann ein paar Schritte übertreten lassen. Super. Super. Gut gemacht. Das war schön. Gut. Dann Handtraben an der Hand. Gut. Sehr, sehr schön, Master. Ja, und dann haben wir halt noch mit Alltagssituationen natürlich ganz viel trainiert und geübt. Wir sind immer mal wieder für ein paar Minuten in die Halle gegangen und haben dort auch versucht, immer wieder zu entspannen, Kopf senken, sich ruhig führen lassen, ihr alles zu zeigen. Dann alles, was sie gruselig findet, dass sie lernt, darauf zuzugehen und es auch zu berühren. Dann haben wir einen ersten Spaziergang gemacht und noch mit dem Klappersack angefangen zu spielen. Und da jetzt die Situation dasselbe, was ich am Anfang schon mal versucht habe, ob ich ihr die Vorhand so ein bisschen zur Seite verschieben darf. Ja, sie legt zwar noch schon ein bisschen die Ohren an, aber sie macht das mittlerweile wirklich ganz toll. Guck, wie toll sie das schon macht, wenn du bedenkst, ne? Wie sie so auf Angriff war anfangs, toll. Ganz viel. Da lade ich sie ein, dass sie sich das anschaut und lasse sie auch immer wieder das Handtacket berühren und zeige ihr dann auch, dass sie die Gegenstände berühren kann und bestärke sie darin, dass sie sich das alles anschaut, sodass Gruseliges auf jeden Fall hoffentlich bald alles toll und spannend wird und dadurch auch seinen Schrecken verliert. Das fand sie besonders gruselig. Super. Ja, hier vorne seht ihr Just Me, ihre Freundin. Und ja, das ist jetzt hinter der Halle oder neben der Halle von Maren und da verläuft halt die Straße und da ist momentan sehr viel Verkehr wegen der Umleitung im Dorf. Da fahren jetzt ganz viele LKWs und da haben wir uns dann immer mal hingestellt und Verkehr beobachtet und gelernt auch an der Straße zu entspannen und mal den Kopf zu senken und sich daran ein bisschen zu gewöhnen. Ja.
und nicht ihr komisches Muster. Ich redder da durch. Ganz toll. Sind wir jetzt einmal über die Straße rübergegangen. Das ist also gegenüber von Marenshof. Und haben sie von dort aus ein bisschen gucken lassen. Und da ist auch schöne grüne Wiese. Jasmin hat sich gefreut, dass sie schön essen kann. Und Ziel war auch, dass Riado sich da entspannt, auch ein bisschen anfängt zu grasen. Und auch dort auf der Fläche stehen noch ganz viele Anhänger. Die haben wir uns dann auch noch angeguckt. Ach, Maus. Ja, man weiß ja auch wirklich nicht, was sie bisher gesehen hat, ne? Weil da war sie nicht vom Hof wirklich, hat sie ja gesagt, ne? Ja, man sieht, dass sie immer noch ein bisschen angespannt und aufgeregt ist, aber sie macht das super toll und hat sich alles ganz tapfer angeguckt. Und das ist mir so wichtig, dass sie sich mit den Sachen auseinandersetzt und sie sich die selbst erarbeitet in ihrem Tempo. Also, dass man ihr alles zeigt, dass sie sich alles anschauen darf. Erster Spaziergang, also man muss ein Stück an der Straße auf dem Fahrradweg längs. Das war schon ziemlich aufregend und dann im Wald hat sie sich aber super gut entspannt. Und dann kommen wir hier an so eine ganz schöne Furt und da ist so eine Bank, die fand sie auch erstmal ganz gruselig, aber das zeigt Maren ihr auch sehr schön. Auch hier lässt sie sich dann übers Handtarget sehr schön immer dichter ans Wasser. Und wir haben dann Touch Wasser gespielt, also mit der Nase Wasser berühren, gab Keks, hat sie ganz schnell verstanden und hat das dann auch sehr gerne angeboten. Touch Wasser. Hat sie ganz schnell drauf gehabt. Aber rein wollte sie noch nicht, auch obwohl Maren so tapfer vorgegangen ist. Aber sie hat lieber immer noch ein bisschen Touchwasser gespielt. Ja! Also Touchwasser hat sie schon mal verstanden. Hier sieht man gleich nochmal, dass sie ihre Strategie, ich gehe dann einfach mal rückwärts, noch nicht vergessen hat. Gleich entscheidet sie sich, dass sie dann doch lieber den Rückwärtsgang einlegen möchte. Was ich dann aber so schön finde, ist, dass sie sich dann von Maren übers Handtarget auch gleich wieder einladen lässt, wieder vorzugehen. Das ist der Popo von Indra, die war bei diesem Spaziergang als pferdiger seelischer Beistand mit dabei. Super gut. Thank you.
Ja, man sieht das doch gerade mit der Straße, dass immer noch ein bisschen zu viel für sie wird, aber sie bleibt kontrollierbar, sie bleibt ansprechbar und das finde ich schon mal enorm wichtig, aber natürlich deswegen auch viel die Sensibilisierungsarbeit zu machen, dass sie also Geräusche, Klappern nicht mehr als angstauslösend wahrnimmt. Und deswegen fangen wir hier an, mit dem Klappersack mit ihr zu spielen. Aber ich mache das halt nicht so, dass ich mein Pferd halt festhalte und dann sie klappern konfrontiere und das Pferd muss lernen, das Klappern auszuhalten und zu ertragen, sondern meine Strategie ist, dass sie selber klappert und ich jedes, wo sie mehr anfängt zu klappern, bestärke und wir dann in das Spiel gehen, fang den Klappersack und erst wenn sie wirklich richtig selbst laut Lärm macht und poltert, dann fange ich an, auch den Klappersack anzuheben und klappernd auf sie zuzugehen, um sie rumzugehen, ihr den auf den Rücken zu legen. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Also das ist jetzt die erste Einheit mit dem Klappersack. Und dann lege ich ein bisschen Futter auf den Klappersack. Und wenn sie das Futter isst, fängt sie an, ja selber ein bisschen Lärm zu machen. Und das bestärke ich, alles, was sie selber mehr an Lärm macht. Und irgendwann ist das Futter alle, was dann ja eigentlich erst auf dem Klappersack lag. Und dann muss sie halt wirklich aktiv mit dem Maul anfangen oder auch mit dem Huf gegen den Klappersack treten, um dann von mir einen Klick und die Belohnung zu bekommen. Sehr schön. Prima. Super. Ne, da rüsselt sie schon richtig laut drin. Und das wird von mir halt schön belohnt. Und sie muss halt immer ein bisschen mehr machen. Ja? Gut. Komm, geh klappern. Bravo. Gut. Sehr schön. Ja, das waren also unsere ersten spannenden 4 Wochen. Ich bin mir sicher, die nächsten 4 Wochen werden ähnlich ereignisreich sein. Und würde mich ganz doll freuen, wenn du wieder dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, hinterlass einen Kommentar und ja, dann hoffentlich bis bald. Ganz liebe Grüße.